Ja, liebe Bad Cannstatterinnen und Bad Cannstatter, Freunde dieses Blogs, wir sind heute auf dem Steigfriedhof und wir sind hier am Eingang in der Nähe des Wärterhäuschens, das 1908 gebaut wurde. Und hier gegenüber wurde Anfang der 20er Jahre von den Cannstatter Bürgervereinen hier das Denkmal für die gefallenen Cannstatter des Ersten Weltkrieges aufgestellt. Der Künstler ist Emil Kiemlen, der hier in Cannstatt geboren wurde, der auch den Junibrunnen gestaltet hat oder zum Beispiel auch das Daimler-Denkmal an der heutigen Gedächtnisstätte. Es ist hier ein Krieger in seinem Sterbenskampf dargestellt. Also er kniet sich schon am Boden und er hat ein Schwert hinter sich, hinter seinem Kopf. Er verteidigt sich bis zum letzten Augenblick sozusagen. Und unter ihm ist, Sie erkennen es, der Stahlhelm. Und da liegt auch ein Leichentuch, ein Todestuch darunter. Und dieser Stahlhelm ist ja im Ersten Weltkrieg 1915 dann verpflichtend eingeführt worden und ersetzte die alte Pickelhaube, die natürlich in den Gräben immer oben rausguckte und dann auch zeigte, wo sozusagen das Ziel war. Die Inschrift heißt Dank und Ehre den im Weltkrieg gefallenen Söhnen Cannstatts. Und Sie sehen darunter noch ein eisernes Kreuz in der Mitte und auf der mittleren Höhe des eisernen Kreuzes die Jahreszahlen des Ersten Weltkriegs 1914 bis 1918. Die Jahreszahlen des Zweiten Weltkrieges wurden dann nach dem Zweiten Weltkrieg entsprechend tiefer ergänzt. Was Emil Kiemlen gemacht hat, ist, dass er hier einen antikischen Soldaten eigentlich zeigt, trotz des Stahlhelms. Und der ist ja eigentlich nackt. Ist es der württembergische Pietismus oder was auch immer? Er hat sich nicht getraut, ihn komplett nackt darzustellen. Er hat einen Gürtel, dessen Verlängerung, das ja praktisch hier das entsprechende männliche Teil abdeckt. Ansonsten ein athletisch gestalteter Körper, ganz im Stil der 20er Jahre, den er hier sozusagen meisterhaft beherrscht. Das also das Denkmal, in dem also immer wieder auch Kränze niedergelegt werden bei den entsprechenden Feiern im Herbst. Und ich gehe jetzt einfach mal etwas weiter hier auf dem Steigfriedhof entlang und möchte Ihnen bei diesem kleinen Rundgang noch zwei weitere Gräber zeigen, die von Interesse sind. Und wir laufen jetzt das parallel zum Spa-Hermming-Weg, also der alten Römerstraße. Gehen also hier durch. Wir sehen hier Formen, wie zum Beispiel direkt vor mir, die im 19. Jahrhundert sehr beliebt waren. Das heißt ein Sockel und darauf ein Kreuz. Und das nächste, das ist auch gleich hinter diesem Weg. Und ich gehe jetzt hier rein. Und da ist es auch schon unter dem Baum. Es ist ein ganz besonderes Grabmal, das hier schon sehr lange steht, schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das für eine Engländerin gemacht wurde, genauer eine Schottin, die hier in der Kur, wahrscheinlich in der Klinik, verstarb. Sehr schön, dass jetzt hier die Gärtnerei darum wie um ein Denkmal Blumen gesetzt hat. Vor einigen Jahren hat eine sehr nette Dame mit ihrem Mann hier aus dem Halsschlag, die ist ja auch in Geschichtsgruppe sehr aktiv ist, ganz vorsichtig die Inschrift gereinigt, sodass man sie dann abfotografieren konnte. Und so kann man sie also auch ganz gut sehen. Und da steht jetzt hier: Sacred to the memory of Mary Hamilton und dann, wie lange sie Frau eines Majors Thomas Stirling Begbie war und dass sie geboren war am 11. März 1791 und am 20. Oktober 1847 died at Cannstatt, wie Sie in der vorletzten Zeile sehen. Und das Ganze ist so eine Art Säule, eigentlich in neogotischen Formen, aber viel hat die Zeit davon nicht übrig gelassen. Und oben ein gusseisernes Kreuz. Wir haben ein bisschen recherchiert, der Herr Busch von Proald Cannstatt und ich, über diese Verstorbene und dabei festgestellt, dass sie einen ganz berühmten Sohn hatte, der auch einmal später, also Jahrzehnte nach dem Tod seiner Mutter hier am Grab gewesen sein muss, so sagt seine Autobiografie. Und er war einer der obersten Juristen Kanadas. Und nach ihm sind, glaube ich, zwei Universitäten und ein Berg und eine Stadt benannt. Schauen Sie doch einfach nochmal nach in
den Beschreibungen, die ich da anführe. Und jetzt ist zwar Gegenlicht, aber hier unten ist noch eine Strophe aus einem englischen Kirchenlied eingebracht. Ja, es war ein Notfall, als sie damals starb und sie musste wahrscheinlich schnell bestattet werden. Man hat sie nicht über den Bleisarg überführt. Der Ehemann kam allerdings und hat in Stuttgart sich ein Hotel genommen zu den Bestattungsfeierlichkeiten. Und da heißt es: "The hour of my departure come, I hear the voice that calls me home. Now, oh my God, let trouble cease. Now, let thy servant die in peace." So also die Inschrift, wie gesagt, ein Kirchenlied. Die Stunde meines Abschieds ist gekommen. Ich höre die Stimme, die mich nach Hause ruft. Nun, oh mein Gott, lass alle Sorgen, alle Troubles entfliehen. Nun lass deinen Diener in Frieden sterben. So also die Inschrift hier auf diesem sehr schönen Grabstein, der auch belegt, dass Cannstatt im 19. Jahrhundert natürlich ein Bade- und Kurort war. Vor allen Dingen ein Kurort mit Fachkliniken, orthopädischer Klinik von Heine, Hautklinik von Pfeil und auch anderen. Und wahrscheinlich kam sie so hierher, weil sie krank war und dann starb sie. Damals war es auch Verpflichtung, dass alle Fremdländischen, alle Katholischen, alle Selbstmörder nicht auf dem Uffkirchhof, sondern hier auf dem Steigfriedhof bestattet wurden. Ja, so war die Gesellschaft damals. Der Friedhof war damals auch hier ungefähr schon zu Ende, wo diese beiden Bäume sind, und wurde dann im 19. Jahrhundert erweitert. Auch die Halle, die Sie im Hintergrund sehen, entstand damals Ende des 19. Jahrhunderts, also die Leichenhalle. Während eine große Aussegnungshalle, eine Kirche auf einem Mittelplatz zu sehen war. Der Mittelplatz war hier hinten. Und jetzt gehen wir noch zum letzten Grab. Und das letzte Grab hängt mit einer stadtgeschichtlichen Ereignis zusammen, das für Stuttgart von Bedeutung war, nämlich der Brand des Alten Schlosses im Jahr 1931. Und dabei kam von der Feuerwache 3 hier in Cannstatt, Stuttgart-Cannstatt. Stuttgart und Cannstatt gehörten ja seit 1. April 1905 zusammen, der Wilhelm Übele um. Er war einer von den, glaube ich, drei, bitte schauen Sie unten dann nochmal nach, die damals ums Leben kamen. Und hier wurde dann später für ihn dieser Denkstein gesetzt. Das Grab ist inzwischen aufgelassen, aber man hat es Gott sei Dank stehen lassen an das Ereignis Wilhelm Übele 1888 bis 1931. Dann seine Tochter, die am Ende des Krieges 1945 jung ums Leben kam, und schließlich seine gleichaltrige Witwe, nehme ich an, die bis 1976 lebte. Und ich denke mal, der Stein ist entweder von den Formen her wirklich 31, 32 entstanden, oder allerspätestens eben 76. Und darunter steht die Stadt Stuttgart, dem beim Brand des Alten Schlosses verunglückten Oberfeuermann. Ja. Und wie mir erzählt wurde, liegt daneben auch ein Feuerwehrmann. Und ja, das sind Menschen, die sich einsetzen für andere in schwierigen Situationen, so wie jetzt auch viele in Zeiten von Corona. Und es ist auch wichtig, dass man diesen, ja, Anführungszeichen einfachen Feuerwehrmännern, auch wenn er Oberfeuerwehrmann war, wenn man ihnen ein Denkmal setzt. Es ist wichtig, dass Menschen geachtet werden, die sich für andere Menschen einsetzen und vielleicht sogar in ihrem Dienst, wenn sie sich zum Beispiel mit Corona anstecken und vielleicht auch Vorerkrankungen haben und trotzdem ihren Dienst gemacht haben, wenn sie dabei ums Leben kommen. Wie ja manche Ärzte und auch Krankenschwestern, Pfleger, gerade in Italien auch zum Beispiel, und auch schon jemand in Deutschland, glaube ich, wie es denen passiert ist. Ja, mit diesen etwas ernsten und besinnlichen Worten ende ich meinen heutigen Videobeitrag. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze.